Mal zusammen. Herzlich willkommen zurück bei LGS. Ich bin euer Phil. Heute geht er weiter mit dem Witcher und ich wünsche euch einen frischen Dienstag. Ich mache die Uhr an. Oh Gott, wo waren wir denn in der letzten? Wo waren wir denn gestern? Ich nehme das Ganze jetzt mal eben kurzfristig vom Stream auf. Was haben wir denn also für euch gestern gemacht? Was habe ich denn in der letzten Folge gemacht? Ach, wir haben die verbesserte Katzenschuhenausrüstung gefunden. Und ich habe in der Zwischenzeit in Erfahrung gebracht, Leute, dass wir auf Großmeisterstufe erst verbessern können, wenn man die Blood and Wine Story absolviert hat. Und das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir haben hier erstmal ein Ausrufezeichen eines Flüchtlings. Auf ein Wort, Meisterhexer. Vielleicht haben wir Arbeit für dich. Hau raus. Wir haben ein paar Vermisste und... Ich glaube, die habe ich getroffen. In einer Höhle nördlich von hier. Sie wurden von einem Wyvern angegriffen. Einer ist tot, aber die anderen müssten bald hier sein. Verdammt nochmal, wir hätten sie nie alleine losziehen lassen sollen. Wir waren nicht alleine. Der Wyvern, hast du den erschlagen? Du ganz alleine? Eure Freunde waren nicht gerade erpicht darauf, mir zu helfen. Sie hatten auch nicht den Anstand, mir eine Belohnung anzubieten. Woher soll ich wissen, ob du die Wahrheit sagst? Wir können ja auf sie warten. Dann sollte ich aber mehr verlangen. Nicht nötig. Wenn du gelogen hast, werden die Götter dich richten. Na dann. Hier, nimm dies. Her mit den Kronskis. Danke. Mach's gut. Dankeschön. Finde ich auch immer geil. Kennt ihr das bei so Rollenspielen, wenn du eine Quest, wenn du zu jemandem gehst und die Quest hast du aber davon abgesehen schon gemacht und dann redet der erstmal ganz normal den Questtext runter so und obwohl du das schon alles gemacht hast. Hier bei The Witcher sagt er sofort, ey, pass auf. Im ersten Dialog so, ey, pass auf, ich hab das schon erledigt. Hau rein, Junge. Auch wieder so eine Kleinigkeit und ein kleines Lobnis. Mit dem diese Folge anfängt. Wir, Leute, wir gehen jetzt erstmal kurz zum Schmied und erstellen uns die verbesserte Katzenschulenausrüstung, wo der Nobby noch sagte, dass die optisch anders aussieht. Bin ich mal gespannt. Und ich habe in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, also da war ein Kommentar von Nobby, der mich jetzt darauf bringt. Da habe ich kurz angesprochen, was eigentlich aus dem Schatz geworden ist. Aus dem Schatz, den der Rittersporn und Ciri, glaube ich, oder mit Hilfe von Ciri geklaut haben. Wow, 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 wow. Oh Gott, ey. Oh nein, es fängt schon wieder los, ey. Boah, den Bastard finde ich. Auf jeden Fall, es ging um den Schatz von Rittersporn, den der eben für, ich glaube, den Dickstra oder so klauen wollte. Oder weiß jetzt nicht, ist auch egal. Und was aus dem geworden ist. Und der Nobby schrieb in die Kommentare, er weiß auch nicht, was daraus geworden ist. Und Nobby ist ja durchaus weiter vom Fortschritt her auf seinem Spielstand. Oh, da ist noch so ein Zettel, Alter. Jetzt, die streuen Salz in die Wunde. Wo ist der kranke Typ, ey? Also, falls das jemand weiß, was aus diesem Schatz geworden ist, würde mich mal interessieren. Hattori! Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ich will, dass du mir mal anfertigst. Würdest du wohl etwa... Gucken wir mal, ob sich das überhaupt lohnt. Silberschwert. Meiste Katzensilberschwert. Ist das denn jetzt verbessert, wenn ich das jetzt... Verbessertes... Okay, dafür brauchst du natürlich auch eine höhere Schuhe. Oh, yo, das sieht schon allein vom Griff da, von dem Knauf sieht das schon geiler aus. Yo, okay, da brauchen wir aber entsprechend Stufe 23. Das ist noch ein bisschen weg. Was sagt das Stahlschwert? Haben wir das auch verbessert gefunden? Weiß ich gar nicht. Ne, kann nur sein, dass wir das... normal haben, aber wir hätten hier das verbesserte Greifenstahlschwert. Aber gut, für 8 Schaden haue ich, glaube ich, nicht die Ressourcen raus. Dann hat wahrscheinlich auch die Rüstung entsprechend eine höhere Stufenanforderung. Gehe ich jetzt extra zu dem Zwerg da in Dingens? Nee, scheiß drauf, pass auf. Wir gucken mal hier erstmal noch weiter, was wir hier noch abarbeiten können, was nicht unbedingt auf... Stufe 9 wählen. Was nicht unbedingt auf ihr Dingens Skillige ist da. Wie der Bums heißt. Was hat für eine Quest hier? Stufe 9, hä? Okay. Die habe ich noch nicht gemacht. Dann arbeiten wir sie jetzt mal ab. Aber
Ich denke, danach, weißt du was, danach werden wir uns mal in Richtung Skellige begeben. Weil hier ist halt nicht mehr so viel Action. Außer der kranke Bastard, der Priscilla angegriffen hat. Wo ich immer noch bete, wegen meines schlechten Gewissens wegen, dass sich daraus noch was ergibt. Warte mal, hier ist ein Rüstungsschmied. Oder ich weiß nicht, ob da ein Rüstungsschmied ist, aber ne, du bist ein Waffenschmied. Dann hau ab, dich brauche ich nicht. Wieso kommt der extra an rein, Junge? Du bist Stufe 1, ist dir da klar? Oh, die Wachen helfen mir! Junge, wie geil seid ihr denn? Ja, ist so gut. Ich hab doch gerade mit dir gekämpft, mein Gott. Direkt so steckt das Schwert weg. Finde mehr über das heruntergekommene Anwesen raus. Finde einen Weg, das Portal zu aktivieren. Ist das denn auch da? Ja, das ist auch da. Hä, was ist das für eine Quest? Habe ich irgendwie gar nicht im Kopf. Oh, wie meine Oma. Oh. Ihr zwei da. Was ist hier los? Aber Meister Jäger, wir sind niemandem im Weg. Naja. So, hallo. Ein Geschenk für meine Frau. Verstehe. Finde mehr, muss ich mit dem reden? Keine falsche Bescheidenheit. Ansehen kostet nichts. Und es gibt viel zu sehen. Dies hier ist eine Sammlung von Wundern des Magiers Aramas. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Wie bist du an die gekommen? Ich habe noch nie gehört, dass Magier sich freiwillig von ihren Schätzen trennen. Aramas wurde nicht gefragt. Er ist vor 2 Wochen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Seltsam, dass seine Sachen nicht mit ihm verbrannt wurden. Warum lassen die Hexenjäger sie dich einfach so verkaufen? Warum sollten sie mich nicht lassen? Das sind nur Alltagsgegenstände. Nur anspruchsvolle Sammler haben Interesse daran. Ich suche nach einem Anwesen. Oder nach Artefakten. Schon gut, ich verstehe. Diese Objekte sind nicht sehr gewöhnlich. Gerüchten zufolge ist jedes ein verzauberter Schlüssel. Erwähnen die Gerüchte vielleicht auch, wo man die zugehörigen Schlösser findet? Leider nicht. Nun, wenn ich's wüsste, würde ich sie wohl kaum verkaufen. Wo hat Aramas gelebt? Er hatte ein hübsches Anwesen südlich von Ochsenfurt. Das ist jetzt schwer beschädigt. Leicht hat er es den Jägern nicht gemacht, ihn zu fangen. Zeig mir, was du hast. Da, warte mal, wir kaufen mal das Zeug von dem. Ja, wir kaufen das mal alles hier. So, jetzt glaube ich nicht allzu teuer. Ja, komm, scheiß drauf, nehmen wir einfach alle mit. Hier die Bücher nehmen wir auch noch zusätzlich mit. Und dann hau rein. Wiedersehen. So. Eines Mannes nicht verwende Aramas Artefakte, um das Portal zu aktivieren. Besuche die Residenz mit Hilfe deiner Hexe. Okay, dann ist jetzt beides da. Haben wir hier einen Wegweiser irgendwo? Da ist einer. Oh Gott, da muss ich wieder so komisch hier rum, ne? Oder komme ich da straight hin? Wollte ich doch sagen. Ne, ist egal. Ich würde sagen, Leute, das machen wir nochmal eben. Ey, und dann mal raus hier. Langsam kann ich die Bude hier auch nicht mehr sehen, ey. Oh, okay. Ich laufe natürlich wieder dem... Ja, dann gehen wir jetzt hier. Ich laufe einfach entgegengesetzt von dem scheiß grünen Pfeil. Hilfe, rette mich. Ich sterbe. So, ach genau, das, ach, ich weiß, ja, ja, okay, da kommt das wieder langsam. Da sind wir flüchtig hingelaufen. Weiß auch gar nicht mehr, warum. Ach ja, genau, wegen der verbesserten Ausrüstung natürlich. Klar, hier war ein Stück davon. Also hier so ein Rezeptding in da. Sodele. Was muss ich jetzt hier machen? Make mal. Okay. Puh, hier stinkt's. Hier stinkt's in den Arsch. Warum? Oh Gott. Dieser Geruch. Reifer Käse. Offenbar war Aramas ein Tyromant. Okay, finde eine Möglichkeit, die Tyromantieräume zu durchqueren. Was sind denn diese Dinger da? Kann ich die Käse kaputt machen vielleicht oder so? Oder wenn ich. Was ist denn, wenn ich eine Fackel hinwerfe? Geht das vielleicht dann weg?
Ich hab da eine Fackel, da hab ich doch Fackeln. Ja, wenn ich das jetzt da einfach in das Gas werfe, kann ich das werfen? Sieht nicht so aus. Boah, Junge, woraus hat er diesen Käse gemacht? Aus Neckermilch? Ich muss vorsichtig sein. Boah, wie schnell verliere ich den Sauerstoff? Achso, warte, Igni. Mein Gott, ich will da eine Fackel reinwerfen, weißt du? Ich bin doch Hexer, steck die Fackel weg. Bringt einfach gar nichts. Ja, oder es geht halt hier einfach so ein Weg durch, ja, und danach sieht's so aus. Wohin? Was ist hier? Kannst du dich da durchrollen oder so? Ne, kann er nicht. Da hätte man sich jetzt aber auch durchquetschen können, Geralt, aber gut. So, hier geht das wieder raus. Vielleicht geht er doch nicht hier raus. Achso, vielleicht sollte ich auch einfach hier hochgehen. Keiner gesehen. Schnell die raus. Meine Käseprobe. Wesemir wird sich köstlich amüsieren, wenn ich ihm das erzähle. Ich glaube nicht, dass es... Zwei Erfahrungspunkte, Junge. Hat sich schon gelohnt wieder. Ist das hier eine Illusion, oder? Interagieren. Interagier mal. Oh! Hallo? Erkunde den Kerker. Finde einen Weg durch die überflutete Kammer. Ach so, das ist hier so eine Anreihung von irgendwelchen kleinen Hindernisschen. Oh Gott. Schwimmen. Ah, wie ich es liebe. Ist hier zufällig irgendwas drunter oder so? Nein, ich glaube nicht. Schwimmen wir erstmal hier lang, aber denke nicht, dass der leichtere Weg, also ohne zu tauchen, der richtige ist. Aber ich habe mich schon getäuscht, ne? Was ist denn da? Guck mal da her. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, dass der da einfach hochspringen kann. Aber ja gut. Nee, warte mal, dann ist hier falsch. Weil ich denke, aus der Richtung wären wir auch gekommen, wenn wir da getaucht worden wären. Hätten sein. Los, guck mal, perfekt. Ich komm hier rein. That means, wir müssen darüber, okay. Ja, okay, da geht was ab. Mahlzeit. Kranker Scheiß, was hat der hier gemacht? Diese Entdeckung darf ich Lambert nicht vorenthalten. Bullenfigur. Neblinge sind immun gegen den Geruch von altem Käse. Hallo. Stufe 0? Was ist das für eine Quest? Ich glaube, die hätte ich schon direkt nach Spielstart machen sollen, ey. Komm her. Ja, herausfordernd war das jetzt sicher, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe die viel zu spät gemacht. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Kate gegeben hat? Ich sollte mich umsehen. Deaktiviere die magische Barriere und erreiche den Schatz. Die magische Barriere ist noch aktiv. Ich muss sie irgendwie beseitigen. Ja, das sieht doch ja vielversprechend aus. Wie kann ich das wegmachen? So. Schlagen. Wenn ich reingehe, kriege ich Schaden, oder? Hier ist etwas. Oh. Ich muss das Auge benutzen.
Benutzt mal das Auge. Ja, ja, wie soll ich das denn? Oder muss ich halt anzünden? Hä? Soll ich denn sonst damit machen? Der kann nicht interagieren, nix. Axi hat ja keinen Sinn, irgendwie der Axi drauf zu knallen oder so. Ich hätte jetzt. Ich treffe aber nicht nur nicht die Hitbox oder so, ne? Hier ist keine Hitbox. Deaktiviere die magische Barriere. Ja, danke. Ich habe da was gefunden, aber leider bringt mir da nichts. Warte mal. Nur um die Möglichkeit abzudecken. Ich habe ja vorhin auch von den Büchern gekauft. Nicht, dass wir die jetzt hier einmal kurz lesen müssen oder so und der dann erst Bescheid weiß. Zweifle zwar, aber das wird nicht so sein. Warte mal eben. Was ist das denn da für eine Notiz da? Ach, das war der Text vom roten Rächer. Ja, Geralt, ich weiß nicht, was ich da zu tun haben sollen würde. Rein kann ich nicht so. Armbrust macht für mich auch wenig Sinn. Kann man gegenboxen? Was soll ich mit Axi? Ja, Leute. Ich stehe ein bisschen am Schlauch. Habe ich vielleicht gerade nicht getroffen mit Igni? Ey, warte mal, jetzt. Ja, jetzt hat. Barriere deaktiviert. Aha! Also doch. Schlangenfigur. Wenn dieses Schwert so tödlich ist wie Eramas Käse, sollte ich es mitnehmen. Oh, das sieht so. Vielleicht nenne ich es Emmentaler. Der Emmentaler, das sieht sogar echt geil aus. Ich glaube, das war es mit der Quest, oder? Ja. 3 Erfahrung. Alter, ja, wir müssen weiter. So, die Quests, die bringen hier gar nichts. Also, das Schwert sieht auf jeden Fall geil aus. Aber ist natürlich Schund. So, raus mit dir. Und Leute, jetzt werden wir nach Skellige gehen. Frische Luft, endlich. Weil langsam, wie gesagt, die Quests hier, die sind ausgeschöpft. Wir machen sowieso alles hinterher, wir kommen eh nochmal wieder. Aber damit wir natürlich auch nochmal einen gewissen Fortschritt, gerade erfahrungsmäßig, verzeichnen können, kommen wir ab. Finde ein Schiff nach Skellige. Ach, da ist doch so ein blöder. Nein. Ach, das ist das Rennen. Ja, das ist irgendein Rennen. So, also ab nach Skellige. Bin gerade überlegen, bei solchen Schritten denke ich immer mehr nach als bei jeder Entscheidung aus dem realen Leben. Ob wir jetzt wirklich schon reif sind, aber zur Not halt wieder zurück. Ja, scheiß drauf. YOLO. Wir müssen ein Boot finden und ich glaube, so ein kleines reicht, oder? Oder zeigt er uns vielleicht ein größeres an oder so? Ja, ein Schiff nach Skellige. Ist das ein Schiff nach Skellige? Warte mal eben. Lasst euch von mir nicht stören, ich meditiere mal kurz auf eurem Schiff. So. Wo ist denn der Captain? Von der Kackschüssel. Da, du bist Hauptmann. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Nichts ist Skellige. Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon, wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos.
Ein Lügner, ein Dieb oder ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Wo finde ich ihn? Meistens in einem Schweinestall. Sonst im Goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Okay. Such im Goldenen Stör nach dem Kapitän des Schiffs, okay? Da sind wir schon mal. Boah, ich habe immer noch Zahn, Leute. Ey, boah, da fuck go ab, dieser dreckige scheiß Zahnschmerzen. Kapitän, bist du der? Ja, du bist der. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Genau. Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Okay. Hast genug Geld? 1000! Ja, ich meine, ist kein Problem, aber können wir dem nicht irgendwie einen Gefallen tun oder so? Was mit einer Pulle Wein oder so? Reicht dir das nicht? Nee, komm. Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Sofort. Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. Mhm. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? So kann man das auch erklären, ne? Komm, let's go, Skellige. Na los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Ich glaube, du hast genug getrunken. Leine los! Das ist ja wieder eine Marke, der Kerl. So, es geht nach Skellige. Ich bin gespannt. Passiert was oder? Nö. Es passiert doch was, Alter. Yo. Ja, wen soll ich töten? Piraten? Ah, okay, verstehe. Oh, du hast ein Schild. Mein Gott, ey, du mit deinem Kackschild. Die Note da hinten mit dem... Also da kann ich ja gar nicht drauf, ne? Richtig wie eine Bitch aus dem Hinterhalt schießen. Ey, der lebt doch noch. Okay. Oh nein. Oh nein. Hier ist er. Ob doch plötzlich schon da. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben.
Flatterst du öfters Leichen, ja. Flatterst du jede Leiche, die an Land gespült wird? Eine Leiche zu plündern ist kein Diebstahl. Ich bin ein Inselbewohner. Ich sehe nicht und ich ernte nicht. Das Meer bringt mir meine Nahrung. Du warst auf der Atropos, oder? Ja. Ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Yennefer von Wengerberg. Sie müsste auf Artskellig sein. In Caer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Wie sieht Krachs aus? Krachs. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Ich lang dir eine. Ja, lassen reden. Yennefer ist nicht so übel, wenn du sie einmal kennengelernt hast. Ich nehm dich beim Wort. Du kennst den Weg nach Caer Trolde? Nee. Ich finde ihn schon. Geh nach Norden, dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Okay. Danke. Mach's gut. So, ich glaube, wir sind auf Skellige. Und da fliegt was. Den Schatten habe ich schon die ganze Zeit gesehen, ey. Finde ich ja gar nicht mal so gut. Und da ist doch... Guck mal, da ist ein Ort der Magie, oder? Jo. Magie. Ach, nimm doch erst den Ort der Magie. Komm mal her, Sirene. Okay, da hilft, glaube ich, die Amos. Komm mal runter. Zack. Huch. Flügel ein bisschen gebackt. Wo ist denn Truhe? Ja, wir nehmen das mal auch noch mit hier. Ist hier sonst noch was? Weil an so einem Schiff könnte ja auch gut Loot geben. Obwohl, der hat ja gesagt, der hat nur Getreide geladen, ne? Komisches Getreide. So, sag mal, wie sieht die Karte aus? Alter, das ist ja richtig groß hier. Puh, ey, okay. Ja, dann gehen wir mal jetzt dahin, ne? Ja, genau. Plötze. Gott sei Dank ist hier nichts passiert. Los, los. Was für ein schönes Gebirge. Okay, das sieht hier schon mal etwas zivilisierter aus. Was ist hier? Hallo? Wo hängt Plötz? Wo ist die jetzt dran hängen geblieben, Alter? Am Grashalm oder was? Bleibt die wieder hängen. So, das kenne ich auch noch hier. Das bleibt hängen. Guck mal, da gibt es jetzt keine Möglichkeit für den renommierten Hexer Geralt von Riva hier durchzukommen. Spielende einfach, ne? Also. Naja. Doch, ich suche Arbeit, hallo. Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Muire Diablen, du weißt schon. Ertrunkene. Ah. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Sicher. Wo? Lass mich raten.
Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Djäblen angegriffen haben. Djäblen. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Ja, oh, erstmal Belohnung. Mal gucken, womit wir hier so rechnen können. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. Okay, ja, gut, hat sich nicht viel getan. Wir versuchen mal 300. Gucken, was der macht. Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Okay, pass auf. 95. Verdammt. Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Einfach die Line wiederholt. Mach 2,75. Aber jetzt muss es, komm. Ganz schön teuer. Stimmt so. Aber das ist es wohl wert. Ja, wie ich doch meine. Gut, ich zahle dir, was du haben willst. Gut. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Okay. Aber wir sind nicht deswegen hier. Ach so, warte, geh zum Hafen bei Kehrtrolle, das ist hier rum. Solange du die Meerteufel nicht getötet hast, gibt es nichts zu reden. Hilfst du einem Mann? Das ist ein ruhiges Dorf. Hier ist ganz schön was los. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr als ein Wind. Deswegen ist hier was los. Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Was tut die denn? Okay. Wie grausam. So ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, Didit. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Stehen. Das ist ihre Entscheidung. Wie, die geht jetzt einfach mit über den Jordan, oder? Hä? Okay. Ein Schuss, ein Treffer, wie ich. Ah, Yennefer, hallo. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Die Grabrede. Oh ja. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages
werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Ich würde am liebsten gar nicht sagen, weil er ein bisschen respektlos ist, aber du riechst wundervoll. Du riechst wundervoll. Geralt, wir sind hier auf einer Beerdigung. Ehrlich, Geralt? Du riechst wundervoll auf dieser Beerdigung. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Thürsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Bist du mit mir zum Leichenschmaus? Bin ich in der Stimmung für einen Leichenschmaus? Ich will mit dir fortgehen und Zeit mit dir alleine verbringen. Nee, das ist zu direkt. Gehst du mit mir zum Leichenschmaus? Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste ins Gellige. So berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Hast du etwas zu verbergen? Du magst keine Geheimnisse. Nein. Der Rubel gerät ins Rollen mit Jennifer. Da sag ich gleich nochmal was. Was ist denn Velen angeht? Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet. Einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Mumen? Ja, Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind, aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Keira getroffen. Was um Himmels Willen macht Keira Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Ich war in Novigrad. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Weißt du noch mehr über diesen Fluch? Nicht viel. Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern. Sehe ich mir später an. Und du? Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magie-Explosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Jen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Druiden niemanden auch nur in die Nähe. Moissac? Der erinnert mich gerade an den aus der Serie hier, den komischen, die linke Hand, den Zauberer-Butler von der Königin von Cintra. Aber der hieß Molz, der hieß er, glaube ich, anders. Ist er wahrscheinlich nicht. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf,
Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Können wir machen. Ist das hier der Oberdude oder was? Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Ian, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Good point. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Okay, okay. Eine Sache wollte ich jetzt gerade nochmal sagen. Jetzt sind wir ja wieder halt so ein bisschen dran mit Jen. Mit Triss ist ja... Wie soll ich das ausdrücken? Da ist das Schiff vor den Fels gelaufen, sag ich mal. Und, aber ich muss sagen, dem traue ich gar nicht hinterher, weil Triss war halt optisch definitiv mehr mein Typ, aber Optik ist halt nicht alles, Leute. Und die Yen, mit der komme ich charakterlich viel, viel besser klar. Die gefällt mir deutlich besser. Und hier ist ein Ausrufezeichen. Katzenaugen. Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Worum geht's? Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich habe alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich habe nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. 150. Komm, ich bin so ein gut Mensch. Ja, aber genau, also es könnte natürlich sein, dass der uns einfach Scheiße erzählt. Hier, nimm, 150, ey. Gut. Nice, Schubenaufstieg. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Bis dann also. Bin gespannt, ob ich die überhaupt nochmal finde. Johann der Bohner. Begib dich in Yennefers Gemächer und kleide dich formell. Ja, das machen wir. Wir fügen uns Yennefer. Wie gesagt, die gefällt mir charakterlich deutlich besser. Und optisch ist sie ja jetzt auch nicht hässlich. Also absolut nicht. Aber Triss war mit den roten Haaren schon heftig. So, warte mal. Anschlag brennt. Achtung, Hurensohn geht um. Liebe Leute von Skellige, letzte Woche fand ich im Sumpf einen Mann. Er lag so reglos da, dass ich dachte, er wäre tot. Dabei war er am Leben, doch scheinbar war er stockbesoffen. Ich wollte ihn nicht erfrieren lassen, also nahm ich ihn mit nach Hause. Es mag zwar Frühling sein, aber die Nächte sind immer noch kalt. Doch kaum kam er wieder zu sich, fiel er über meine kostbaren Meter. Nahm ein Weib durch und stahl das Pferd meines Bruders. Darum warne ich euch, solltet ihr einen Funkenbold namens Odrin begegnen, schlag ihn auf der Stelle tot. Mach ich. Olaf, Leiter der Wache von Kertrolde, gibt das folgende bekannt. Jemand hat sich in die Rüstungskammer der Kreite geschlichen und das Schwert mit dem Namen Coolio gestohlen. Allein wegen dem Namen muss ich das mitnehmen. Krieger von Skellige, wenn unter euch einer tapfer genug ist, dem Geist des Waldes entgegenzutreten. Ja, brauchst du gar nicht weiter erzählen. Dich verlangt es nach Ruhm und Gold, ihr Seher. Ich nehme Gwindschüler an. Ja, bitte. Stark wie ein Seelöwe, schlüpfrig wie ein Aal und bereit, gegen die Besten anzutreten. Schlüpfrig wie ein Aal. Trifft auf mich zu. Nehmen wir mit. Begib dich in Yennefers Gemächer und geleide dich formell. Triff dich beim Eingang. Ja, ja, okay. Erstmal Yennefers Gemächer. Schönen guten Tag. Ja, sie hat seine Nadelschnur ins Wasser geworfen. Die hat sich wie eine Schlange eingebaut. Das muss Jens Zimmer sein. Okay. Sie hatte es immer schon gern. Die vergiftete Quelle von Tessaya de Vries. Huch! Inspiriert sie noch immer. Geralt! Was tust du? Geh runter. So, okay, pass auf. Oh. Haben wir was Schickes dabei, oder? Boah, die Schuhe, wenn ich die schon wieder sehe. Ja, nimm die Buchse hier. Ich wollte mich ja... Also sie hat gesagt, ob ich... Also sie hat gefragt, ob ich mich ihr dem Schwarz-Weiß anpasse. Aber Schwarz-Weiß sehe ich jetzt hier nicht. Und wir haben den Wecker. Was ist jetzt mehr schwarz-weißiger? Das oder der andere? Sag mal, erstmal die geilen Pimpstiefel an. Das, ey, kannst du mir doch nicht erzählen, dass das besser ist, als was ich gerade getragen habe.
Junge! Ich sehe aus wie ein Clown, aber ja, gut. Es muss wohl sein, Leute. Immer würde ich das nicht tragen. Ja, würde ich aber nie tragen. Aber was tut man nicht für seinen? Für seine? Was ist Jennifer eigentlich für mich? Macht ihr darüber Gedanken? Und ihr euch bitte auch, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Danke, dass ihr da wart. Ja, ich werde jetzt einfach ganz spontan beenden. Haut rein und bis morgen, ne?